Und herzlich willkommen bei Aufgeträumt. Ich bin Laura, schön, dass du mit dabei bist. Im heutigen Video soll es ums Aussortieren gehen. Und zwar um Schuhe aussortieren. Ihr müsst wissen, ich liebe Schuhe. Ich hatte sehr, sehr viele, habe aber innerhalb der letzten 2 Jahre sehr viel aussortiert. Gerade als mein Freund auch mit hier in die Wohnung gezogen ist, hat er halt einfach Platz für seine Schuhe gebraucht und ich musste aussortieren. Dennoch habe ich immer noch sehr viele Schuhe, die ich aber nicht alle anziehe. Deshalb möchte ich einfach mal mit euch durchgucken, was vielleicht wirklich weg kann oder was ich vielleicht auch neu brauche, was dafür aber vielleicht einfach jemand anderem eine Freude bereiten kann. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und ich hoffe, ihr seid motiviert und macht mit. Los geht's! Also ihr Lieben, wir stehen jetzt hier vor meinem ersten Schuhschrank. Beziehungsweise Schuhregal. Ich mag es eigentlich, wenn alles offen ist. Ich finde das sehr hübsch. Und das hier ist jetzt mal so eine kleine Ansammlung meiner Schuhe. Es geht hier unten noch weiter, das seht ihr gerade nicht, aber ich zeige es euch gleich. Ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass wir alle Schuhe einfach einmal ausräumen, die ins Wohnzimmer auf einen großen Haufen bringen und uns erstmal das Ausmaß des Chaos oder der Masse anschauen. Und dann überlege ich mir, welche ich tatsächlich behalten möchte, welche nicht. Und anschließend werden sie wieder hierher eingeräumt. Genau, also legen wir los. Vor all meinen Schuhen, die ich besitze. Und es sind viele. Also für mich viele. Ihr dürft jetzt, glaube ich, einfach mal raten, wie viele es sind. Und schreibt es mal in die Kommentare. Und ich löse es auf in 3, 2, 1. Es sind 30 Stück. 30 Paar Schuhe. Also eine perfekt runde Zahl. Das heißt, sie dürfen alle bleiben. Ein kleiner Spaß natürlich. Ich denke, es können auf jeden Fall einige weg und ich werde jetzt erstmal Häufchen bilden, einfach um zu schauen, ja, die will ich 100% behalten und die können vielleicht weg, muss ich aber nochmal anprobieren und ja, die können sicher weg. Und dann zeige ich euch, wenn es soweit ist. Let's go! Erklärung. Der Teil bis hier rüber, der darf sicher erstmal bleiben, weil ich davon eigentlich alle Schuhe tatsächlich anziehe. Der Teil hier drüben, das ist mein Vielleicht-Stapel. Ich werde die jetzt einfach gleich nochmal anprobieren und gucken, ob ich sie gut finde oder nicht, ob sie bequem sind. Und dann dürfen sie entweder gehen oder bleiben. Ist das der Haufen, der auf jeden Fall schon mal gehen darf? Aussortiert. Die stehen da drüben, die gehen dürfen und hier stehen alle, die noch bleiben dürfen. Es durften tatsächlich 9 Paar Schuhe ausziehen und demnach sind jetzt noch 21 Schuhe, die wieder in meinen Schuhschrank reinkommen. Und ich würde sagen, wir legen mal los.
Freunde, es steht außer Frage, dass es immer noch super viele Schuhe sind. Mir ist das auch klar. Aber das sind die, die ich jetzt gerade einfach noch behalten möchte. Und es ist auch völlig in Ordnung, weil Schuhe, die gehen ja auch kaputt. Und ich will die jetzt einfach noch auftragen oder einfach schauen, ob ich sie tatsächlich trage. Ich möchte euch da jetzt auch gleich einen Trick verraten, den ich in meinem Schuhschrank anwende, damit ich nächstes Mal schneller sehen kann, welche Schuhe ich behalten möchte und welche nicht. Und ich würde sagen, ich nehme euch halt einfach mal mit, oder? Herzlich willkommen bei meinem leeren Schuhregal. Das habe ich jetzt gerade einmal abgestaubt und habe auch unten drunter einmal gesaugt. Und ich würde sagen, jetzt geht's ans Einräumen. Wir sind fertig und wisst ihr was? Es haben tatsächlich alle Schuhe in dieses Regal gepasst. Ich hätte sogar noch einen Platz frei und da oben wäre auch noch frei. Also zwei Plätze hätte ich mindestens noch frei. Müssen wir ja nicht belegen, aber man könnte. Ich wollte euch ja noch den Trick verraten, den ich nächstes Mal anwenden möchte, damit ich mir einfacher tue, um zu sehen, welche Schuhe ich getragen habe und welche ich mochte. Also passt auf, ihr seht ja, alle Schuhe stehen jetzt so, also dass die Vorderseite des Schuhs nach vorne zeigt. Wenn ich die Schuhe jetzt aber beispielsweise angehabt hatte und ich weiß, ich mag sie, dann werde ich sie umdrehen und so ins Schuhregal stellen, weil ich es um einiges praktischer finde, wenn ich die Schuhe einfach so rausnehmen kann. Und dann werde ich nächstes Mal beim Ausmisten genau sehen, okay, die Schuhe hatte ich an und die anderen eben nicht. Und das wäre dann mein Tipp für euch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, bis bald!